Einen angenehmen Wochenstart. Hallo und herzlich willkommen zu Krone oder Kasperl, wieder mal in einer originellen Besetzung mit Peter Meuzzi. Servus. Dankeschön, Dankeschön. Originell oder originalen Besetzung? Das gehört auf jeden Fall auch dazu. Darüber diskutieren. Ja, Fußball war am Wochenende. Bist du dazugekommen oder eher weniger aufgrund deiner Tätigkeit hier bei der Krone, dass vielleicht andere Dinge im Vordergrund waren? Nein, nein, ich habe mir alles angeschaut. Es war ein sehr sportintensives Wochenende, brauchen wir diskutieren, vom Tennis zum Fußball. Es war sehr, sehr intensiv und wir haben es gut überstanden und sind umso fitter für die neue Woche gerüstet. Ja, und diesmal erhalten auch die Frauen den Vorzug, denn es war das Damenfinale zwischen England und Deutschland. Am Ende haben sie es sich verdient. Ein sehr schöner Jubel, der mit einer gelben Karte geändert hat. Aber es ist wirklich, warum sie nicht nur die Herren bestraft haben, wenn sie das Leiberl auszahlen. Das Lustige ist einfach die ganze Stimmung, die in England herrscht, rund um diese Damen-EM. 90.000 Zuschauer im Wembley, stand eine komplett geistesgestörte Party, die dort gefeiert worden ist, im Stadion und rund ums Stadion. Die Engländer haben, glaube ich, sehr, sehr lange kein Großereignis mehr im Fußball gewonnen. 1966 zu Hause die Herren den WM-Titel gegen die Deutschen. Und die Damen sind da nicht wirklich als Favoriten das Finale gegangen, haben das gewonnen. Eine unglaubliche Geschichte für das ganze Land. Jetzt sind sie richtig euphorisiert. Und die UEFA und auch die FIFA haben die schönste Werbung für den Damenfußball eigentlich bekommen. Der englische Herrenfußball, du kannst dich sicher erinnern, bei der Europameisterschaft Finale im eigenen Stadion gegen Italien, wo man dann letztendlich verloren hat. Glaubst du, werden die jetzt von den Medien so ein bisschen zerrissen, dass die Männer das nicht geschafft haben, aber die Frauen schauen? Nein, glaube ich nicht, weil ich meine, auch der Finaleinzug der Engländer 2021 bei der Euro war sensationell. Das Match gegen Italien ein bisschen unglücklich gewesen. Ich glaube, die ganze Fußballwelt hätte es den Engländern einmal vergund, wieder mal so einen großen Titel zu gewinnen, weil sie einfach halt wirklich das Ganze zelebrieren können und die Premier League so einen unglaublichen Aufschwung erlebt hat in den letzten 20 Jahren. Da tut sie extrem viel in England. Und es tut sich auch extrem viel beim Damenfußball. Man hat sie auch gesehen an den ganzen Einschaltquoten, wie Österreich noch gespielt hat, immer ins Viertelfinale gekommen ist. Wie 1 Million Leute waren dabei in Österreich im Fernsehen, bei den Deutschen bis zu 10 Millionen Leute beim Spiel gegen Österreich, gestern noch mehr. Das boomt, das funktioniert, das ist eine klassische Erscheinung, auch die jetzt wirklich, wie soll ich sagen, es war an der Zeit, dass das einmal wirklich, dass dort die Post abgeht und man sieht einfach, egal wer Fußball spielt, diese Sportart wird geliebt, ob es die Kinder sind, die Herren oder die Frauen, Fußball zieht immer. Vor allem anhand der Tatsache, dass Liverpool gegen Manchester City ein Auswärtsstadion mehr oder weniger finden musste, zeigt ja auch. Das wäre, glaube ich, vor 15, 20 Jahren oder vielleicht sogar noch vor 3, 4, 5 Jahren völlig undenkbar gewesen, dass die das Community Shield in einem anderen Stadion spielen müssen, weil die Damen das Wembley-Stadion besetzen. Den Veranstaltern wird es egal sein, weil das Stadion war ausverkauft. So schaut's aus. Also sie sind auf jeden Fall auf ihre Kosten gekommen. Community Shield, vielleicht kurzes Stichwort. Haaland gegen David Nunez könnte jetzt auch in der Premier League das Fernduell lauten. Der Liverpool-Stürmer hat dieses Mal gewonnen. Was sagst du zu diesen beiden Persönlichkeiten? Schafft den Durchbruch? Zwei große Persönlichkeiten. Ich glaube, dass der Haaland den Durchbruch definitiv schaffen wird, dass der auch in England bald angekommen ist. Die Leute lieben ihn, die Medien berichten seitenweise über ihn. Sein Vater hat in der Liga gespielt, übrigens gemeinsam mit Martin Hinamer bei Leeds United. Jetzt kommt der Bub auch in die Premier League. Ist eine unglaubliche Familiengeschichte. Und ich glaube fast, dass der Bub den Papa ein bisschen übertrumpfen wird. Scheint so, nachdem er bei Borussia Dortmund zuletzt auch gezeigt hat, wie gut er tatsächlich schon ist. Der heimische Fußball, der ist schon 2 Spieltage alt. Und Peter, jetzt eine ganz wichtige Frage. Rapid ist Tabellenführer, geben Sie die Führung nochmal ab? Rapid ist Tabellenführer, Rapid wird Meister, weil es nur noch, glaube ich, 32 Runden oder 34 oder 36. Nein, es sind weniger, weil sie Meisterplayoff spielen, 32, glaube ich. Und Rapid wird Meister, weil keine Diskussion. Nein, ganz im Ernst, super Start für Rapid natürlich. Obwohl es mich spielerisch nicht so überzeugt haben beim ersten Spiel, in der Conference League Qualifikation und auch im Cup waren es nicht wirklich überzeugend. Und auch gegen Ried hat es ein bisschen gedauert. Jetzt haben sie in Klagenfurt gewonnen, haben sie zum Schluss auch wieder gezittert, weil die Klagenfurter doch eine schöne Drangperiode gehabt haben. Aber sie haben es überstanden, sie haben 1-0 gewonnen, sie haben jetzt 2 Siege in der Liga, sie sind im Cup weiter. Sie spielen jetzt wieder Conference League Qualifikation im Baku am Donnerstag. Und man muss eines sagen, der heute den Laden hinten dicht, der Feldhofer. Und das funktioniert ganz gut. Und es kann nichts Besseres passieren, wenn noch 2 Runden die Meisterschaft in Österreich noch offen ist. Sehr schön natürlich, muss man wirklich sagen, der Erfolg von Sturm gegen Salzburg, weil das für alle wichtig ist, dass man sieht, natürlich kann man auch die Salzburger schlagen. Und jetzt heißt es eben für die Verfolger aufpassen, dass sie nicht gegen die kleinen Punkte liegen lassen,
damit man möglichst lang bei den Salzburgern dabei sein kann vorne. Um auf Rapid vielleicht nochmal kurz zu sprechen zu kommen, Guido Burgstaller, ist das vielleicht der Faktor, der vielleicht auch den Unterschied machen kann? Ich glaube, dass der Burgstaller ein großer Motivator ist, einer ist, der einen Ruck durch die Mannschaft bringt, der die Mannschaft pushen wird. Sein Transfer von Deutschland nach Wien hat wirklich bei den österreichischen Fußballfans für Aufsehen gesorgt, weil das schon ein Heimkommen ist, um was zu bewegen. Und ich glaube, er ist einer, auf den die jungen Spieler aufschauen können, der wirklich den Weg ein bisschen vorgibt, auch ein Mentalitätsmonster ist. Und der kann das schon, glaube ich, der wird Rapid schon weiterhelfen. Abschließend noch Christian Ilzer, der hat mir vor 3-4 Wochen noch erzählt, es ist eigentlich fast unrealistisch, Salzburg zu gefährden. Jetzt haben sie die geschlagen. Glaubst du, dass seine Meinung ändern? Ja, ich glaube, er wird sich nicht großartig ändern, weil natürlich hat Salzburg alle Trümpfe in der Hand, um das auf die nächsten Runden, wie gesagt, wieder die Relation im österreichischen Fußball herzustellen. Aber das Schöne ist eben, dass Sturm eine Mannschaft ist, die auch in den letzten Jahren gewachsen ist und eine tolle Charaktereigenschaft besitzen muss, weil sonst kannst du die Salzburger nicht schlagen. Du musst schon alles zusammenpassen, du musst schon eine wirkliche Mentalität drinnen sein in der Truppen. Und die haben jetzt einmal gewonnen, 2-1, und der ist wirklich eine Bereicherung, der Holländer Stürmer. Ein guter Mann für die österreichische Bundesliga. In Deutschland, da müssen wir uns noch ein wenig gedulden, bis die Meisterschaft wieder losgeht. DFB-Pokal hat allerdings gezeigt, dass wieder der ein oder andere Erstligaverein umgefallen ist. Leverkusen mit Gerardo Seoane haben wir dann auch stellvertretend im Bild hinter uns eingeblendet. Auch Köln und Hertha bleiben auf der Strecke. Was erwartest du für eine Saison in Deutschland? Da ist er, der Trainer. Ich erwarte eine Saison in Deutschland, die spannend sein wird, aber natürlich wird alles wieder für die Bayern zusammenpassen, mehr oder weniger. Die Frage ist, wie gut sind die Verfolger, wie gut ist Dortmund, wie gut ist Leipzig etc. Der Cup hat gezeigt, dass es immer wieder schöne Überraschungen gibt in Deutschland, die haben wir aber immer gehabt, jedes Jahr gibt es Cup-Überraschungen. Was mir so taugt an dem Cup ist, du schaust am Samstag Bundesliga Österreich und zippst hin und her mit dem deutschen Cup. Bei den kleinsten Clubs alle Stadien voll, im ersten Cup, der ersten Cup-Runde wirklich volle Hütten überall in Deutschland. Bei uns, schau jetzt nach Tirol, da ist halt nicht viel los auf der Tribüne. Das ist schon diese Fußballtradition, die die Deutschen haben, ist natürlich gigantisch. Aber wir müssen schauen, dass wir einfach in der Bundesliga auch mehr Zuschauer lukrieren können. Und da ist die Liga auch gefordert und die Vereine gefordert, ein Happening zu machen für die Familie, dass wirklich mehr Leute kommen, weil die Leistungen werden immer besser. Auch die Leistungen der Bundesliga werden teilweise besser, jetzt muss ich lachen. Nein, sie werden besser und da kommen mehr Leute her. Super, die Bayern würde ich auch noch ganz gerne ansprechen. Im Supercup gegen Leipzig schon mal gezeigt, wozu sie in der Lage sind, mit 6-3 gewonnen. Ist das schon wieder der zukünftige deutsche Meister oder gibt es für dich eine Mannschaft, die die fordern kann? Zuerst muss die Liga mal angepfiffen werden, dann können wir über den deutschen Meister reden. Aber die Bayern sind wie jedes Jahr der Top-Favorit, wie bei uns Salzburg, sind es die Bayern in Deutschland. Und wobei ich halt eines glaube, es ist in Deutschland mehr Potenzial von den Verfolgern da wie in Österreich. Also so viel zum internationalen Fußball, der jetzt langsam aber sicher seine Pforten öffnet. Nach einer kurzen Werbepause sind wir gleich wieder zurück, reden dann auch über die Personalie Cristiano Ronaldo, wo auch noch nicht wirklich bestimmt ist, wo er in Zukunft spielen wird. Und wir blicken selbstverständlich noch auf die Formel 1 als auch auf den Tennissport. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Krone oder Kasperl, weiterhin im Beisein des Krone-Sportchefs Peter Moitzi. Servus. Hi. Ich muss dich korrigieren. Du hast gesagt, das Supercup-Finale ist ausgegangen 6-3. Ja. Es ging aus 5-3. Ja, habe ich vielleicht doppelt gesehen. Das kann sein, wie es zum Schluss beieinander war. Genau. Mitgefeiert bei jedem Tor, mehr natürlich oder weniger. Muss man auch verstehen. So gefeiert, wie es Ronaldo früher hatte. Genau. Überleitung zum nächsten Thema gleich hergestellt. Ein begnadeter Portugiese im Spätherbst seiner Karriere macht seinen aktuellen Verein Manchester United nicht unbedingt viel Freude gerade, denn im Rahmen eines Testspiels wurde er ausgewechselt, hat einfach das Gelände verlassen. Und ist gefahren. Und das muss ich eines sagen. Ja. Ronaldo kam von Juventus zu Man U und alle waren begeistert. Und mittlerweile hängt der Haushängt dort schon ein bisschen schief. Und ich glaube, es ist so, wie das alles man sich durch die Zeilen lesen kann, wenn man das ein bisschen beobachten kann, sind die Zeichen dort auf Abschied. Jetzt hat es in der Vorwoche geheißen, sogar Atletico Madrid hätte Interesse aufgrund seiner Vergangenheit bei Real. Erscheint das eher unrealistisch. Jetzt ist auch der Heimatverein von Sporting Lissabon in der Champions League vertreten. Wer glaubst du, könnte da das Rennen machen? Will Cristiano schon wieder zurück in die Heimat? Wenn Rapid und die Austria gescheit sind und Salzburg, werden sie sich um einen bemühen. Wien ist eine schöne, lebenswerte Stadt. Ronaldo in Wien, das hätte schon was. Und österreichischer Meister war er auch noch nicht. Die Verteidiger kann auch noch um Kurven und um Spülen. Ich glaube, er geht zurück nach Portugal.
ja, nach, zu seinem Heimatclub Sporting. Auf der anderen Seite denke ich mir, der ist so fit, obwohl er schon 37 ist, aber genau, er ist so fit, dass der vielleicht auch noch wirklich 2 Jahre in Italien spielen könnte, in England spielen könnte oder in Spanien spielen könnte, weil der einfach fit ist und für Tore gut ist, auch wenn er vielleicht der Eizel schon langsamer wird, aber Ronaldo wird noch immer seine Tore schießen. Mir gefällt der aktuell Lionel Messi. Wie viele Jahre gibst du dem noch auf Top-Niveau? 2, 3, 4. Auch schwierig zu sagen. Die Frage ist, musst du den von Anfang an bringen und 90 Minuten durchspielen lassen oder bringe ihm nur die erste Halbzeit oder die letzten 30 Minuten? Fußballerisch ein, nach wie vor ein Genie, der wird es nicht verlernt haben. Auch den, das Auge wird er nicht verlernt haben und auch die Passqualität und die Schussqualität. Schauen wir, was passiert. Bis 2023 muss er jetzt einmal bleiben, glaube ich, oder? So in die Richtung. Genau. Und dann könnte er eben zu den Katalanen zurückkehren. Das ist dann so ein eigens ausgehandelter Deal. Und auch da sage ich, auch die Admira, die jemanden suchen, dann im Endeffekt, nein. Der Messi wird... Früher war das ja lustig. Früher in den 80ern, 90ern hast du immer wieder österreichische Clubs gehabt, die alte Stars geholt haben, wie zum Beispiel den Oleg Bloch in der Europas Fußball des Jahres war, den Mario Kempes, der Weltmeister war, der Hugo Sanchez, eine Legende von Real Madrid und vom mexikanischen Nationalteam. Nicht einmal mit 40 Jahren kriegst du mehr, weil du es einfach nicht leisten kannst und das nicht reizvoll genug ist, aber irgendwann so ein richtiger alter Superstar war wieder lustig in unserer Liga. Die guten alten Zeiten sind vorbei. Ich glaube, so Ailton könnte der letzte gewesen sein, der bei Ailton damals angeheuert hat. Aber dann Ailton mit dem Messi zu vergleichen oder Marian Kempes ist ein bisschen vermessen. Gut, das haben wir wieder, da müssen wir schauen. Genau. Also, schauen wir mal, wie es dann weitergeht rund um die beiden berühmtesten Fußballer der letzten beiden Jahrzehnte. Andere Sportart natürlich auch noch Thema bei uns, die Formel 1 gestern in Budapest. Wir schauen uns gleich das Stockerl an. Max Verstappen, der strahlende Sieger, flankiert von 2 Mercedes-Piloten. 100 Punkte Vorsprung in der WM. Ich glaube, langsam kann man sagen... Max Verstappen kann man langsam zum WM-Titel gratulieren. Der wird Weltmeister werden. Das ist, glaube ich, definitiv auch der Saisonsieg gefeiert. Er spielt das Programm einfach ganz eiskalt und locker runter. Der letzte Ungarn Grand Prix für Sebastian Vettel darf man nicht vergessen. Mhm. Sebastian Vettel hört mit Saisonende auf, der Rücktritt letzten Donnerstag. Ist eigentlich unglaublich, wie der Rücktritt von vielen Kritikern schon gefordert worden ist beim Vettel. Man darf nicht vergessen, der Vettel hat 43 Grand Prix gewonnen, war 4-mal Weltmeister und geht eigentlich als Mitläufer aus dem ganzen Formel-1-Zirkus wieder raus jetzt im Endeffekt. Das ist schon ein unwürdiger Abgang für so einen Typen. Und ich habe das auch gesagt, er wird auch in einem gewissen Grad fehlen, weil der Vettel schon ein Typen war, der sich nicht verbiegen hat lassen, der einfach seine Meinung kundgetan hat, egal ob das jetzt die Umwelt betroffen hat oder politische Fragen. Er hat sich für sehr viele soziale Projekte auch eingesetzt, lebt auf einem Bierenbauernhof, während andere im Apartment in Monaco residieren. Vettel wird der Formel 1 auch abgeben. Und vor allem einer, der über den Tellerrand hinausblickt. Allerdings, das ist auch bei der Krone heute frisch reingekommen, Fernando Alonso wird bei Aston Martin den Platz von Sebastian Vettel übernehmen. Auch ein Altster, der anscheinend noch länger Lust hat. Alonso wird fahren, bis er 50 ist. Ich glaube, der liebt das Racing einfach. Und der ist auch ein alter Typ, nur der tut der Formel 1 schon gut. Gut, abschließend müssen wir Ferrari auf jeden Fall auch noch ansprechen. Charles Leclerc haben wir im Hintergrund auch eingeblendet. Was ist los im Rennstall in Italien? Ferrari ist ein Wahnsinn. So einen tollen Saisonstart hingelegt, so viele Hoffnungen bei den Fans erweckt. Und im Endeffekt rennt da nichts zusammen. Sie machen strategische Fehler, sie machen Fehler, was das Auto betrifft. Komisch, dass so eine Top-Marken und so eine Formel-1-Größe solche Fehler machen kann. Und vor allem in dieser Häufigkeit, das passiert ja wirklich fast bei jedem Grand Prix, hat sie Ferrari selber aus. Vor allem Mercedes, die riechen jetzt Lunte langsam und könnten in der Konstrukteurs-WM dann vorbeiziehen. Ich glaube, es sind 20 Zähler oder genau. So, relativ wenig. Was wäre dann beim Brenterhut? Dann Brenterhut, dann mit der Leclerc leid, weil der, glaube ich, eine sehr gute Performance abhält und das Auto funktioniert einfach nicht gescheit. Also werden wir schauen, wie es dann weitergeht bei den nächsten Formel 1 Grand Prix. Max Verstappen, der strahlende Sieger Mercedes am aufsteigenden Ast und Ferrari momentan tief im Sumpf. Dennis, dein Steckenpferd natürlich wollen wir auch noch ansprechen. Filip Misolic, der möglicherweise neue Stern am Himmel, glaube Nummer 137 jetzt in der ATP-Weltrangliste, hat er sich gut präsentiert für sein erstes großes Turnier. Nein, das ist ein märchenhafter Auftritt gewesen. Man darf nicht vergessen, der spielt sein erstes Turnier auf der ATP-Tour bei den wirklichen Profis. Und kommt beim ersten Turnier ins Finale. Die sind
Sachen, von denen träumen andere Tennisspieler, dass sie überhaupt einmal in Österreich, als Österreicher bei einem österreichischen Turnier ins Finale kommen. Der Stefan Kubek, der, glaube ich, unzählige Mal Kitzbühel Wien gespielt hat, Börtschach, St. Pölten, hat es nie geschafft ins Finale in Österreich. Und da wollte ich immer das Finale erreichen, weil er ihm das Publikum so taugt hat. Der junge Bursch der Steiermark geht mit einmal 21 Jahre raus, lässt sich vom Publikum treiben, kommt ins Finale als super, super Außenseiter und gewinnt auch dann im Viertelfinale und im Semifinale zwei Partien, wo er wirklich mit dem Rücken zur Wand stand, ist im Viertelfinale gegen Lajovic mit 3:5 im dritten Satz, dreht es um, gewinnt die Partie. Dann die komplett verrückte Semifinalpartie gegen Hanfmann, gegen den Deutschen. Drei Breaks im dritten Satz aufgeholt, zuerst ein Doppelbreak, dann noch einmal bei 5-6 zurückgeprägt auf 6-6. Tiebreak, 1:0, es geht in die Regenunterbrechung, es wird am nächsten Tag weitergespielt. 6.000 Leute am Sendercourt pushen den und der hat die Nerven und macht den Sack zu. Ein sehr guter Athlet, extrem positive Ausstrahlung, kein blödes Jammern, kein Schläger schmeißen, kein Herumhadern, kein Geraunze in die Box. Das sind genau die Charaktereigenschaften, die sich ein Trainer wünscht. Und er geht nur eins, er spielt von Punkt zu Punkt. Der Spielstand interessiert ihn nicht, die Gestik, die Körperhaltung, alles bleibt gleich. Eine Top-Voraussetzung, eine sehr, sehr gute Rückhand. Die Rückhand ist wirklich sensationell. Die Vorhand, da ist definitiv noch Verbesserungspotenzial drin, auch beim Aufschlag. Aber er hat einen gewissen Spielwitz auch. Er traut sich was zu, er ist cool und darum hat er die Leute begeistert. Und man muss schon eines sagen, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass du kommst und dir das ganze Umfeld, da sind zum ersten Mal Medien dort, die haben ein bisschen gequält haben, das Fernsehen berichtet groß über dich, auf einmal taucht der Name in den Weltnachrichten auf, 5.000, 6.000 Leute draußen und der zieht das eiskalt durch und kommt ins Finale. Ich meine, im Finale ist der Akku wirklich ausgegangen, aber er hat am Vortag, glaube ich, 5 Stunden gespielt. Aber das, die ganze Performance war richtig gut und ich hoffe, dass der bald in die Top 100 kommt. Ja, das wäre dann noch die Zusatzfrage gewesen. Filip Misolic, der da langsam aber sicher anklopfen wird. Was könnte auch die Zusammenarbeit mit Jürgen Melzer bedeuten? Erfahrungswerte teilen und den Jungen noch schneller, noch besser machen? Melzer ist sicher einer, der ihm gute Tipps gibt. Das ist keine Diskussion. Er trainiert eigentlich in Kroatien, in Zagreb. Hat, glaube ich, auch mit dem Günter Presnik ein bisschen trainiert gehabt. Also gibt es mehrere Leute, die da ein bisschen auf ihn einwirken werden. Im Endeffekt muss er sich wohlfühlen dort, wo er trainiert und der Erfolg gibt ihm recht. Ja, Tommy Thiem haben wir auch noch hinter uns eingeblendet, bereitet sich jetzt in Amerika vor für die US Open. Da hat man jetzt auch gesehen, er ist wieder halbwegs dort, wo er hingehört. Ja, aber es ist halt bei ihm ein bisschen, es ist schon sehr viel Licht und sehr viel Schatten. Das Problem ist, ein paar gute Partien und dann kommen wieder Partien wie gegen einen Offner, wo nicht wirklich viel zusammengerannt ist, er hat es zwar gewonnen. Und gegen Hanfmann, das war schon enttäuschend natürlich, vor allem war auch er enttäuscht, weil er Kitzbühel extrem gern hat, tolle Erinnerungen hat an seinen Turniersieg 2019, den ersten Titel, den er in Österreich gewonnen hat. Und ich glaube, dass er wirklich sich viel vorgenommen gehabt hat, aber es dauert halt noch und man muss es anders sehen, er hat die ersten Siege seit seinem Comeback eingefahren, das hat begonnen mit einem Match in Salzburg gegen Misolic übrigens, genau. Gewonnen beim Challenger. Dann Viertelfinale, glaube ich, in Bostad und Semifinale in Gstaad und wieder genau. Viertelfinale in Kitzbühel. Das sind schon mal Punkte, das ist schon mal so, dass du wieder dich wie ein Tennisspieler fühlst und wieder auf die Tour bist und wieder bereit bist, um einen Wettkampf aufzunehmen. Und die große Frage ist, was passiert in Amerika? Er spielt Cincinnati, Winston-Salem und US Open. Genau. Dreimal Hartplatz. Ich glaube, an New York hat er sowieso wirklich nur schöne Gänsehautmomente, was ich zurückerinnern kann mit dem Turniersieg. Und er wird auch auf Hartplatz wieder ein paar Matches gewinnen. Wir werden auf jeden Fall die Daumen drücken, damit Dominik Thiem auch bald wieder unter den Top 100 auftaucht. Eine Minute haben wir noch. Krone Kasperl müssen wir selbstverständlich verteilen. Wie fällt die Wahl diese Woche aus? Die fällt ganz einfach aus. Die Krone gebe ich jetzt einmal auf mein rechtes Knie, die bleibt nur ein bisschen da. Die Kasperlmütze geht wieder einmal nach Maranello, wieder einmal nach Ferrari, weil was da teilweise zusammendeichselt wird, das geht auf keine rote Kuhhaut auf, das ist einfach schwach. Ferrari muss da mehr liefern und vor allem ist es eigentlich schade für den Charles Leclerc, dass der so ein Pech hat teilweise mit seinem Team. Und die Krone, die geht nicht nach Maranello, die Krone geht an dieses Wochenende zurück nach Kitzbühel zum Philipp, zum jungen Tennisspieler aus der Steiermark, der uns sehr viele Freude bereitet
Und wir hoffen, dass du bald Top 100 bist und bei den Grand Slams aufschlagen kannst. Und dann gibt es bald die nächste Krone für den Filip Misolic. Wunderbar. Peter, danke für den Besuch. Wir freuen uns auf eine spannende Sportwoche. Und an Sie, liebe Zuseher, auch noch der Hinweis. Nächsten Montag sind wir wieder da um 19.50 Uhr mit meinem werten Kollegen Michael Falli. Schöne Woche und bis bald.